Zuerst müssten wir ja anerkennen, dass Gott der ursprüngliche Glaubensstifter ist, weil er uns ja den Glauben als Geschenk gibt. Aber wenn das gesagt ist, dann steht uns auch eine große Rolle als Glaubensstifter zu, eine große Verpflichtung. Damit das gelingt, brauchen wir viele äußerliche Sachen. Wir brauchen Freiheit, einen freien Raum, den Glauben zu leben und zu verkünden. Wir brauchen Strukturen, worin wir leben können und wodurch wir auch den Glauben sichtbar machen können. Aber vor allem müssen wir, wenn wir Glaubensstifter werden wollen, den Glauben, den wir schon haben, bewahren, leben, uns dessen bewusst machen, ihn als einen großen Wert ansehen.